Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Discord-Liga von Bimon und mir zum vorletzten Kampf Blizzard gegen Signal RP. Blizzard hat dabei sein Minotic Kapuriki, sein Signature Megaphone noch drauf, Boreos, Shaymin und Latios. Also mit Minotic und ich denke mal Latios. Nee, Shaymin. Minotic und Shaymin als Wards. Und Signal RP hat dabei Metaking, Lashoki, Metaking sag ich. Heißt das? Tangulos. Gott, komm hier mit Metaking. Tangulos, Lashoki, Derimetorus, Antigasform, Mega, Dianzi, Mumbibi und Rotomo. Ich glaube, das hieß Rotomo. So, auf Deutsch. Ich bin total auf dem Schlauch am Sitzen. Aber egal, wir fangen an mit dem Kampf. Blizzard leadet mit seinem Melodic, während Signal mit Tangulos leadet. Blizzard ruft direkt zurück und geht aus in Fernator. Abschlag kommt, Abschlag wird getankt von Fernator, weil es der Megastein trägt. Tangulos wird zurückgerufen und Signal schickt Lashoking rein. Dass die jede Eisattacke von ihm abfangen wird, außer ein Gefiertrock. Ich weiß gar nicht, kann Fernator Gefiertrock? Ich meine schon. Also Gefiertrock wird ihm wahrscheinlich sehr viel Schaden zufügen. Er geht aber für die Rückkehr. Durch den Wassertipp wird es natürlich resistet. Blizzard ruft hier sein Fernator zurück und geht raus in Kapuriki. Sehr gute Wahl. Und Signal hat das natürlich predicted und geht raus in die Yancy. Ich denke mal nicht. Nein. Blizzard bleibt drin und spielt. Ich weiß gar nicht, was auf eine Kraftreserve ist. Hast du das normale die ganze gedraftet? Okay, auf jeden Fall. Signal hat die Tarnschande rausgelegt, um die Switch-Ins von Blizzard ein bisschen zu kontrollieren. Blizzard geht jetzt raus zur Melodik. Die ganze wird zurückgerufen und Tasse kommt rein. Ein Demeteros. Heißt das? Nee. Oh, mit Unboxing, ja gut. Ich glaube nicht, dass das Melodic für sich angreifen wird. Aber das Niederwasser wird dem schon sehr viel Schaden zufügen. Das weiß Signal und geht hier mit der Kehrtwende natürlich raus. Wahrscheinlich in Lashoking. Oder in Tangulos. Aber Lashoking kommt rein. Der Eisstrahl kommt. Gut, der Eisstrahl hat es natürlich komplett rausgenommen. Aber Lashoking sucht der Leistung natürlich. Blizzard geht weiterhin auf den Eis, hat wohl mit einem Switch-Out von Signal gerechnet. Er nutzt natürlich, dass er ausgehen müsste, für ein Combine. Das heißt, Minotic wird jetzt von Runde zu Runde immer weniger Schaden machen, wenn er sich weiter setupt. Das Elektrofeld ist verschwunden. Das Blizzard geht wahrscheinlich raus in Kapuriki, seine beste Wahl hier. Nein, er geht sogar in Shaymin. Er greift mit Psyshock an. Plus 1 Psyshock und Shaymin trägt hier die Beere. Die Zitrobeere. Ist bei ein Drittel runter. Und Tangulos kommt rein. Um den Schocksaum natürlich abzufangen. Die doch ganz schön viel abziehen. Ah, es war ein Crit. Und der Spezialstoff kommt. Tangulos wird zurückgerufen. Würde ich auch tun bei einem Spezialstoff, bei einem Shaymin. Und geht wieder zurück in Lashoking. Er geht für die Kraftreserve. Wahrscheinlich Kraftreserve Eis. Ich nehme. Ja, wird wahrscheinlich Eis sein.
wenn Blizzard jetzt weiterhin für die Kraft auf Eis geht. Mal gucken, wie viel es Schaden macht. Nein, er spielt safe und geht für die Schocks an. Die er wieder trifft. Und er bekommt direkt wieder den Drop. Aber das Matchup kann ewig so weitergehen. Es steht Belebekraft. Er bleibt drin und geht für die Matschbombe. Hier sehen wir, dass es ein speziell defensives Shaman ist. Das ist Matschbombe lädt. Signal ruft seinen Tangolas zurück, um die Belebekraft zu aktivieren und geht in seine Fee rein. Ich glaube Bumblebee. Und fast die Hälfte abgezogen und wieder dein Speicher der Drop. So, Shaman wird zurückgerufen. Und in Amazing Amazing war sein Kapuriki. Kommt jetzt der Fighter rein von Signal. Oder wechselt er wieder raus? Er spielt direkt den Käfer gebrummt. Er wollte das Shaman sicher rausnehmen. Zieht fast die Hälfte auf Kapuriki ab. Signal ruft seinen Mann zurück und gibt einen Tangolos. Tangolos müsste eigentlich alles easy abfangen. Signal geht. Signal war schon. Blizzard geht hier für die Kehrtwende. Die Frage ist, wieder raus an Shaman? Nein, er geht in Boreos. Boreos wird erkannt. Kann Mist und der Abschlag kommt. Hier verliebt Boreos sein Life Orb. Geht er wieder für den Blizzard? Okay, Lashokin kommt rein. Er gewinnt Kraftrollos. Das wird natürlich resistet. Das sind sicher Typen von Lashokin. Hat wohl was anderes erwartet. Boreos wird zurückgerufen und Amazing. Sein Kapuriki kommt wieder rein. Siedewasser kommt. Reicht das Siedewasser schon aus? Nein, 4 KP. Elektrofett ist verschwunden. Signal ruft sein Lashokin zurück und wird wahrscheinlich in Tangolos gehen. Ja, Tangolos kommt wieder rein. Donnerblitz. Ob das jetzt so sicher war, jetzt hier den Donnerblitzer spielen. Okay. Blizzard opfert hier sein Kapuriki. Tangolos geht für den Abschlag. Kapuriki ist down. Und wir sehen hier, Kapuriki hat das Weigas getragen. Latias wird von Blizzard in den Kampf gerufen. Jetzt so, Call Mind Latios. Hier kommt wieder in der Front. Ja, er spielt Call Mind Latios. Das kann böse ausgehen für Signal-AP, wenn er denn das nicht verhindert. Aber was möchte er mit Bumblebee tun? Mondgewalt. Müsste Latios tanken. Blizzard hat Glück, dass er den Spätzangriff noch nicht bekommt. Hier geht auf jeden Fall Blizzards Mann down. Und überlegen. Wieso nennt man das Tass? Ich komme damit nicht klar, dass du das Ding Tassa nennst. Ich weiß, das ist ein Insider von euch, aber ich habe keine Ahnung wieso. Minotech wird in den Kampf gerufen und Signal ruft mit Kehrtwende Sandmon erstmal zurück, weil er genau wusste, dass er da nicht drin bleiben kann. Rotom wird reingeschickt. Geht Signal für den Blättersturm und bleibt Blizzard drin. Ich würde rauswechseln. Und das tut Signal mit dem Voltwechsel. Und Blizzard opfert hier sein Melotic. Aber interessant, dass er Voltwechsel schon ausgereicht hat auf der Range. Und Signal geht in Diancy. Blizzard in seinen Boreos, das ist erstmal die Tarnschande damit frisst. Und geht jetzt für den Rückenwind. Seine Pokémon noch einmal schneller zu machen, bevor das Boreas Sound geht. Die Mondgewalt von Diancie nimmt das Boreas jetzt raus.
sehr spannendes Matchup. Shaman wird in den Kampf geschickt. Mit 23 KP. Hast du auf Shaman noch ein Recover Move drauf? Tangulus wird wieder reingeschickt. Er spielt Heilopfer auf Shaman. Er möchte sein anderes Mon heilen. Gehst du auf Latios, um es zu heilen? Überlegen. Ja, er geht in Latios wieder rein, um es hoch zu heilen. Kommt jetzt ein Call Mind Latios Sweep. Und Lizard geht hier fürs Gedankengut. Plus 1. Tangulus wird für den Abschlag gehen. Für Damage drückt der Abschlag. Da zieht ganz schön viel ab. Du hattest eine Beere drauf. Okay. Latios plus 1 Eisstrahl. Auf der Range kann es ausreichen. Ja, es reicht sogar aus, das Tangulus rauszunehmen. Und jetzt ist Latios durch Rücken wird nicht mehr schneller. Wenn Roa kommt, hast du den Eisstrahl auf Latios. Oder reißt er das Zeitschock aus? Weil die Kehrtwende wird ausreichen, das Latios rauszunehmen. Sieht nach einem Scarf dem Meteoros aus. Das heißt, wir sehen kein Latios-Sweep. Lashoking Girl wieder reingerufen. Man sieht echt, wie stark diese Belebekraft ist. Fynantor kommt in den Kampf. Mit Knescher. Signal trifft die Ante-Zische-Bäre. Und dadurch zieht der Knescher nicht so viel ab. Siedewasser kommt. Und reicht nicht aus, es rauszunehmen. Der zweite Knirscher kommt von Blizzard. Und der wird auch nicht ausreichen, das Lashoking rausnehmen, weil Lashoking hat eine sehr hohe Verteidigung. Und das zweite Siedewasser reicht aus, um Blizzards Mega Fernatur rauszunehmen. Also hier sieht man, wie nervig doch so eine Belebekraft sein kann auf zwei Pokémon. Auf jeden Fall, alle wichtigen Infos zu der Liga sind unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen und bis 20 Uhr. Bye.